Moin moin lieber Ladchecker, heute ein neues Video von mir und zwar ein kurzer Videocheck zu einem etwas größeren Lichtprodukt, zu einer Eurolight LSD 37,5 LED Wand und wir werden uns mal in diesem Video ein bisschen anschauen, wie die Leinwand so funktioniert und ihr werdet am Ende des Videos auch noch ein paar Impressionen sehen, wie die Leinwand wirklich dann auf einer Bühne aussieht und was sie dann für tolle Effekte produzieren kann. Kommen wir ein bisschen zur Detailansicht, zur Eurolight LSD 37,5. Also das erste, was mir auffällt, dass wirklich der Stoff hier, der verwendet wurde, wirklich sehr hochwertig aussieht und sich auch sehr hochwertig anfühlt. Des Weiteren sind hier natürlich die ganzen LEDs auf dieser Leinwand draufgeschraubt. Und jetzt noch die Fragen, wofür dieses 37,5 steht. Das ist der Abstand oder der Pixel-Pitch zwischen den einzelnen LEDs. Der ist hier bei 37,5 mm und je geringer dieser Abstand zwischen diesen LEDs ist, desto schärfer und desto näher kann man letztendlich an die LED-Wand rangehen, um halt ein vernünftiges Bild zu erzeugen. Das Stück oder die Leinwand, die ich jetzt hier habe, ist 1,20 Meter breit und 2,40 Meter lang. Und wenn man natürlich dann zwei Stück davon hat, kann man da wunderbar ein Quadrat draus machen, dass man halt 2,40 Meter mal 2,40 Meter hat. Kommen wir zur Befestigung der LSD 37,5 und an der Oberseite befinden sich solche kleinen Schlaufen hier, mit denen ihr das ganz einfach um die Traverse oder über die T-Bar wickeln könnt und dann einfach hier ganz einfach einhakt und dann letztendlich das Ganze hier auch wunderbar hält. Des Weiteren gibt es noch eine längere Schlaufe, mit der ihr letztendlich, wenn ihr jetzt zum Beispiel mehrere LSD-Leinwände habt und die übereinander hängen wollt, könnt ihr die damit letztendlich auch entsprechend einstellen und das Ganze könnt ihr natürlich dann auch hier einhaken, entsprechend so, und dann habt ihr natürlich eine längere Schlaufe, die ihr natürlich auch in der Größe variieren könnt, sodass es wirklich eine super Sache ist und ihr das wunderbar einstellen könnt. Wenn ich jetzt nicht nur eine LSD-Leinwand habe, sondern auch mehrere, kann ich die einfach hier verbinden, indem ich hier einfach mit diesem Klettstreifen, der sich hier an der Seite oder oberhalb und auf der linken Seite der jeweiligen LSD-Leinwand befindet, die ganz einfach verbinden, sodass man wirklich einen nahtlosen Übergang der LEDs hat und damit somit von außen nicht sehen kann, wie viele Module letztendlich verwendet worden sind und das Große natürlich ein Gesamtbild ergibt. Man muss natürlich dann darauf achten, dass man natürlich im Patch dann entsprechend die richtige Anzahl von LSD-Leinwänden auswählt. Dann muss man das Ganze natürlich auch noch irgendwie steuern können und dafür gibt es halt dieses kleine Eurolight LSD-AIO System oder diese kleine Box mit dabei. Da gehe ich ganz einfach mit meinem LAN-Anschluss vom PC, mit dem Netzwerkkabel gehe ich da einfach rein und auf meinem PC kann ich dann zum Beispiel mittels Software wie zum Beispiel Matrix diese LSD-Leinwand steuern. Ich schieße das dann an die Leinwand über solche Stecker an und habe dann insgesamt vier Stecker auf jeder Seite und kann das Ganze letztendlich dann einfach immer weiter schleifen. Also wenn ich jetzt hier vier Stecker habe, gehe ich halt quasi vom Gerät mit vier Steckern in die erste Leinwand rein und erweitere sie dann hier auf der anderen Seite einfach mit der nächsten Leinwand, wobei es da auch eine Begrenzung gibt, weil man natürlich auch nicht unendlich viele Leinwände dran schließen kann, aber die Informationen findet ihr dann nochmal in der jeweiligen Bedienungsanleitung. Da steht dann nochmal genau drin, wie ihr das Gerät entsprechend oder dieses Steuergerät entsprechend anschließen müsst und eigentlich finde ich das wirklich ein sehr einfaches System und auch wirklich schnell zu verstehen. Kommen wir abschließend zu meinem persönlichen Fazit zum Eurolight LSD 37,5. Also mir persönlich gefällt diese Leinwand wirklich sehr gut. Auch allgemein diese LSD-Systeme finde ich wirklich eine super Sache. Vor allen Dingen, weil sie, wenn man sie platzsparend transportieren kann, man kann sie eben zusammenfalten, ins Case packen und gut ist. Dann natürlich die Anschlussmöglichkeiten bzw. das eigentliche Anschließen des Vorhangs ist wirklich auch super easy über die vier Anschlüsse an der Seite und dann das Ganze einfach in den Laptop stecken mit der mitgelieferten Controller ist wirklich eine super Sache. Das Einzige, was man natürlich dann natürlich noch braucht, ist natürlich Matrix, um dann entsprechend die LSD-Leinwand anzusteuern. Auch das Aufhängen und das Stacken der einzelnen Leinwände ist wirklich super easy, auch durch den Klettverschluss und gefällt mir wirklich sehr gut, vor allen Dingen, weil ich halt auch das entsprechend von der Höhe her, wo es hängen soll, entsprechend persönlich oder individuell einstellen kann. Und ich muss schon sagen, es ist wirklich eine klasse Leinwand und ich kann sie jedem nur empfehlen, aber ich würde natürlich das eher so den Veranstaltungstechnikern empfehlen, weil ich sag mal mit so einem Preis, mit dem Set, was ich jetzt hatte von knappen 13.000 Euro, ist das natürlich nicht ganz so günstig und für den Wald- und Wiesen-DJ vielleicht nicht ganz so geeignet,
Aber ich muss schon sagen, also die Reaktion auf die Leinwand war schon wirklich enorm. Also es waren viele auf dem Gig dabei, die wirklich dann ihr Handy rausgeholt haben und nur wirklich ein Video von der Leinwand gemacht haben, weil die das so klasse fanden, weil man halt auch so schöne Effekte mit Madrix erzielen kann. Und das ist wirklich eine klasse Sache. Aber ich würde sagen, schaut einfach selbst. Ich habe da mal ein paar Aufnahmen von gemacht und ich sage jetzt schon mal Practice and enjoy und viel Spaß.